Die Geheimnisse Jesu sind auch unsere Geheimnisse, liebe Gläubige. Also heute muss auch in mir eine Auferstehung stattfinden. Was muss in mir wieder auferstehen? Schauen wir uns ein paar konkrete Beispiele an. Zurzeit sind wir mit verängstigten Personen, mit negativen Nachrichten, mit verworrenen Theorien über mögliche Katastrophen oft konfrontiert. Man merkt dann schnell, wie das Vertrauen auf die Vorsehung schwankend wird. Was ist mit meiner Arbeit? Was ist in einem Monat? Was ist, wenn das Geld knapp wird? Was heute in uns zuerst auferstehen muss, ist ein gefestigtes und unerschütterliches Vertrauen auf die Vorsehung auf Gott. Und der auferstandene Heiland möchte uns diese Gnade schenken, diese Gnade bringen. Beten wir für diese erste Auferstehung. Wir haben vielleicht auch während der Fastenzeit bemerkt, wie schwer es uns fällt, wenn wir Gott mehr schenken wollten. Nach Jahren vergesse ich jedes zweite Mal mein Morgen- oder Abendgebet. Der Rosenkranz gelingt mir nicht täglich. Und ja, auf meine Fastenvorsätze kann ich nicht immer stolz sein. Das soll in uns heute neu auferstehen. Der lebendige Kontakt mit meinem lebendigen Gott. Also eine lebendige Beziehung zu Gott, zu meinem lebendigen Gott, Vater im Himmel. Eine lebendige Beziehung zu Jesus, der in mir wohnt. Wenn ich bete, ja, bitten wir um diese Gnade der Auferstehung des Gebetslebens. Mit der aktuellen gezwungenen Nähe zu Hause merken wir auch, wie schwierig es uns manchmal fällt, Offenheit zu zeigen. Offenheit. Ich bin immer noch viel zu sehr auf die Distanz mit meinem Ehepartner. Ich bin immer noch sehr frech mit meinen Eltern. Ich bin in einer falschen, giftigen Selbstständigkeit. Ich bin so verschlossen gegenüber meiner Familie, meinen Geschwistern. Ich bin immer noch viel zu hässig mit meinen Kindern. Der Heiland will uns in uns heute eine Auferstehung bewirken. Die Auferstehung der selbstlosen Liebe, Nächstenliebe. Also eine selbstlose Liebe, die ihre Freude findet im Schenken. Also Zeit schenken, Anerkennung, Mut, Trost, Geduld. Bitten wir den auferstandenen Heiland, dass er uns seine eigene Liebe schenkt, damit die Auferstehung der Liebe in uns stattfinden kann. Bitten wir auch um die Auferstehung des Glaubensgeistes. Wenn wir leider merken, dass wir im Lebensstil, in den Einstellungen, in den Kleidungen, in den Freizeitaktivitäten immer der Welt viel zu sehr angepasst haben. Wir hören, atmen, spüren, erfahren die Oberflächlichkeit und die Bequemlichkeit unserer Zeitgenossen täglich. Es ist normal, dass es uns nicht kalt lässt. Aber der auferstandene Heiland lädt uns heute ein, nicht bei der Oberflächlichkeit und bei der Hängematte stehen zu bleiben. Beten wir heute um diese Auferstehung, um eine Auferstehung des Glaubensgeistes gegen Zweifel, Inkonsequenz, gegen Zögern, gegen Faulheit im Glauben. Sehr ermutigend ist es zu sehen, wie ein großer Feigling dieser Tage, nämlich der heilige Petrus, auch eine Auferstehung brauchte, um der große Held des Glaubens zu werden. Jesus ließ ihn zu einer neuen Erkenntnis kommen. So konnte er in sich diese Auferstehung der Liebe, des Eifers für Gott, des Glaubensgeistes, des Vertrauens erleben. Petrus hat sich stark geglaubt. Er hat gemeint, er ist der Einzige, der immer noch treu bleibt. Wenn alle versagt haben, bleibe ich mit dem Herrn bis zum Schluss. Er brauchte eine schmerzhafte Erkenntnis, die Erkenntnis seiner eigenen
Schwachheit, aber gleichzeitig die Erkenntnis der selbstlosen Liebe zu Jesus, der selbstlosen Liebe Jesu, der seine Stärke wird. Diese Lektion wird ihm eine Magd erteilen. Er ist ganz schön erschüttert und gedemütigt, wenn er merkt, wie viel Macht der Menschenfurcht, der Blick der anderen auf ihn hat. Er ist aber nicht bei dieser Erkenntnis geblieben, sonst hätte er sich wie Judas erhängt. Nein, er traf den Heiland noch einmal nach der Auferstehung. Der Heiland hätte ihm schon ein paar Vorwürfe machen können. Er stellte ihm nur 3 Fragen. Erste Frage: Petrus, liebst du mich? Zweite Frage: Petrus, liebst du mich? Dritte Frage: Petrus, liebst du mich? Petrus gewann eine neue Erkenntnis bei diesen 3 Fragen. Die Liebe des Heilands ist größer als meine Sünde. Das Hindernis für meine innere Auferstehung liegt nicht daran, dass der Heiland mir gegenüber misstrauisch ist. Ist er nicht. Nein, das Hindernis meiner inneren Auferstehung liegt an meiner eigenen Faulheit. Also, ich wollte ihm auf seine Liebe, die er immer zu mir hegte, keine Antwort geben. Also ab jetzt will ich ihm meine Antwort der Liebe geben. Und die Erkenntnis der ungeheuren Liebe des Herrn zu ihm, der ihn trotz seiner Schwachheit liebt, erweckt ihm den Eifer, sich ab jetzt total dem Heiland zu schenken, sein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten, neu zu gestalten, den Heiland vor den Menschen zu bekennen bis zum Tod, wenn es braucht. Ja, eine große Auferstehung hat in Petrus stattgefunden. Sie kann auch in uns stattfinden, wenn wir uns um die gleiche Erkenntnis bemühen. Also, liebe Gläubige, knien wir heute vor den Heiland, vor das Kreuz hin und beten wir dieses einfache Gebet. Herr, ich bin nicht besser als Petrus. Das Weltliche hat in mir viel zu viel Macht. Ich schäme mich so oft über meinen Glauben. Ich bin so oft inkonsequent, faul im Glauben, so hart gegenüber meiner Familie, so eigensinnig und frech, so abwesend, wenn ich bete. Ich erkenne es mit Demut und Reue. Aber ich will noch mehr an deine Liebe zu mir glauben. Daran will ich glauben. Eine Liebe, die ermutigt, die gute Vorsätze fassen lässt. Eine Liebe, die mich von Menschenfurcht befreit, von diesem, was werden sie alle von mir denken, wenn ich so bin, mich so verhalte, so aussehe. Ich erkenne, dass du mir mit den liebenden Blick eines Vaters täglich begleitest. Ich erkenne, dass du immer bei mir bist, o Jesus. Also will ich mir Zeit nehmen für einen persönlichen, lebendigen Kontakt mit dir täglich im Gebet. Meine Antwort auf deine Liebe zu mir wird sein, dass ich das aus meinem Leben rauswerfe, was meine Seele so oberflächlich leben lässt. Oder was die Gnade in mir verletzt oder sogar zerstört. Ich bin zuversichtlich, dass du mir Kraft, Mut und Freude geben wirst, um diesem Vorsatz treu zu folgen. Also, ich bitte um die Auferstehung des Glaubenslebens. Ich bitte um die Auferstehung des Gebetslebens, des Eifers für Gott, des Bekenntnisses des Glaubens, des Vertrauens zu dir. Ich bitte um die Auferstehung der Nächstenliebe, der selbstlosen Liebe in meiner Familie. Ich will dir eine Freude sein. Herr, bitte erwecke in mir, was du in mir sehen möchtest. Ich bin bereit für diese Auferstehung.
Alleluia, Gottes Segen.